Zuletzt sprachen wir über Nidoran, die weibliche Form. Hier haben wir tatsächlich mal ein Pokémon, das im Pokédex in seiner weiblichen bzw. männlichen Form unterschieden wird. Normalerweise gibt es ja weibliche und männliche Formen der Pokémon und sie werden nicht unterschieden. Im Pokédex haben wir aber tatsächlich Unterschiede und wir haben auch festgestellt, dass es bis jetzt so ziemlich das Pokémon mit den wenigsten Attacken und Fähigkeiten ist. Also da schauen wir mal, ob sich das heute verändert. Und zwar geht es dann zu der Entwicklung Nidorina. Weiterhin Typ Gift, ein Pokémon aus der Kanto-Region, eben seit der ersten Spielgeneration. Wie gesagt, die erste Entwicklung von Nidoran weiblich und die Endentwicklung heißt Nidoqueen. Und auch hier haben wir, wie gesagt, wie bei Nidoran weiblich, das Gegenstück, hier eben das Gegenstück zu Nidorino. Nidorina ist ein mittelgroßes zweibeiniges Pokémon, hat helle und dunkelblaue Farben, bleibt also sein Farbmuster von seiner Vorentwicklung, von seiner Basisform treu, bis auf den fast zum weiß tendierenden Bauch, sowie einiger dunkelblauer Flecken auf den Oberschenkeln ist der Großteil seines Körpers oder ihres Körpers hellblau. Das innere Ohr färbt sich dunkelblau und Nidorina besitzt einen gerundeten, jedoch kräftig gebauten Körper. Es hat dreieckige Augen, bestehend aus weißer Lederhaut mit roten Iriden und weißen Pupillen. Und zwischen den beiden großen Ohren, die jeweils drei Stacheln besitzen, findet sich eine markante Stirn. Das Maul ist oval recht spitz und der Unterkiefer ragt etwas zurück und zwei kleine Eckzähne sind zu sehen. Und über der Maulspitze befinden sich die Nasenlöcher. Arme sind im Vergleich zu den Beinen eher dünn, jedoch mit drei Krallen bewaffnet und es steht auf zwei kräftigen Beinen, die ebenfalls über drei etwas dickere Krallen verfügen. Und am Rücken des Pokémons befinden sich vier stachelförmige Auswüchse. Das Paar, das fast schon an den Schultern liegt, misst von der Größe her etwas mehr als das untere Paar. Und zuletzt verfügt Nidorina über einen dicken, kurzen Schwanz. Die Shiny-Form ist wie sein Gegenstück gefärbt, nämlich dunkelviolett, eben wie Nidorino. Bei den Attacken, da ist Nidorina ebenso wie seine Vorentwicklung nicht möglich, auf natürliche Weise spezielle Angriffe zu erlernen. Dafür aber lernt es größtenteils Giftattacken wie zum Beispiel Giftstachel oder Giftzahn oder Normalattacken wie Kratzfurie. Und zudem kann es mit seinen Zähnen den Gegner beißen oder mit seinen kräftigen Beinen einen Doppelkick ausführen. Und aufgrund seiner giftigen Haut kann es den Gegner schon bei bloßer Berührung vergiften. Und außerdem wird es aufgrund seiner Rivalität anderen Weibchen gegenüber stärker, allerdings auch schwächer, wenn ein Männchen in der Nähe ist. Sehr interessant, wie ich finde. Und zusätzlich ist dieses Pokémon manchmal sehr übereifrig, was es zwar stärker macht, allerdings seine Angriffe unkoordinierter werden und es öfter verfehlt, eben diese typische Genauigkeitsgeschichte. Das heißt, wir haben ja dann schon deutlich mehr zu seiner Vorentwicklung und tatsächlich auch sehr nützliche Dinge, aber noch recht schwach, so in dem Spektrum würde ich behaupten, wie man das bei vielen Basis-Pokémon eigentlich sieht und nicht bei Weiterentwicklungen. Jedenfalls bleibt es beim Typ Gift, das heißt Pflanze, Kampf, Gift, Käfer und Feeattacken machen halben Schaden, wobei in Generation 1 Käfer doppelten Schaden macht. Restlichen Generationen machen nur Boden- und Psycho-Attacken doppelten Schaden und der Rest macht normalen Schaden. Und schließlich fehlt uns dann in dieser Evolutionsreihe nur noch die Endentwicklung Nidoqueen. Da schauen wir mal, wie sich das entwickelt.